Pass auf, jetzt wieder. Das ist ganz schlimm. Ich kriege immer eine gefeuert, wenn ich aus Autos steige. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robin von Watzke Automotive und ich habe heute die Ehre, euch das Flaggschiff von Mercedes vorzustellen. Mercedes GL 500 4MATIC. Bevor wir zu diesem Fahrzeug kommen, erstmal ein paar allgemeine Sachen über den GL Baureihe X166. Gebaut wurden die Fahrzeuge von 2012 bis 2019 im amerikanischen Werk Tuscaloosa. Im gleichen Werk wird auch GLE, GLS in dem Fall, EQS wird auch gebaut. Also die ganzen SUV-Flaggschiffe von Mercedes werden drüben in Amerika gebaut. Hier haben wir ein 2013er Modell. Facelift kam raus 2015, ab da hießen die dann auch GLS. Wir haben in dem Fall hier einen M278 mit dem 4,7 Liter V8 Biturbo, 435 PS und 700 Newtonmeter. Ansonsten gibt es die Modelle auch als GL400 mit einem V6 Biturbo, 333 PS und dann an der Spitze den GL63 AMG. Die haben dann die 5,5 Liter V8 Biturbo Modellen. Motoren aus diesem Fahrzeug da. Dem CLS. Genau, richtig, CLS. Auch schöne Motoren, weiß ich aber nicht, ob man das braucht. Ich würde immer präferieren einen GL350D. Da gibt es dann den ganz normalen UM642, den man aus vielen Modellen kennt. Wurde angefangen, glaube ich, zu bauen in der E-Klasse 211 und bis S-Klasse 222 2020, 2022 wurde der UM642 gebaut. Gibt es auch in diesem Fahrzeug, ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man so ein Riesenschiff hier etwas sparsamer bewegen möchte. Ja, möchte man dann aber trotzdem irgendwie ein bisschen Dampf haben, V8 Benziner, dann auf jeden Fall zum GL500 greifen. Die 4.7er sind wirklich sehr gute Motoren. So, wir haben hier ein 2013er Modell mit AMG-Paket und Vollchrom-Paket. Egal, wo man hinguckt, wir haben Chrom. Hier Kühlergrill, um den großen Distronic-Stern rum haben wir viel Chrom. Wir haben natürlich Distronic. Hier unten diese riesen Chromleiste und AMG-Paket. Das fällt natürlich immer auf. Sieht richtig, richtig bullig aus. Finde ich sehr schön. Ja, dann gehen wir ganz kurz ums Fahrzeug rum. Wir haben hier die 21 Zoll AMG Schmiederäder, nagelneu aus dem Werk. Es gab sogar neue Klappen dazu und auch neue Räder. Trittbretter, ganz klar. Das gehört immer dazu und auch hier halt viel Chrom. Ansonsten hier Heck, ganz klar eines der schönsten SUV-Hecks, die ich kenne. Ganz klar Vergleichsgegner von anderen Fahrzeugherstellern wären in dem Fall dann X7 und Q7. Die Modelle gibt es auch jeweils als Siebensitzer. Wo wir da schon bei dem Thema sind. Der elektrische Kofferraum ist natürlich klar. Ja, das ist ein GLS, ne? Das muss ja sein. So, mal kurz zur Seite hier. Wir haben hier Platz, und zwar viel Platz. Viel, viel Platz. Wirklich viel Platz. Also damit kann man ganz entspannt in den Urlaub fahren. Du kannst deine 5 Kiddies einpacken oder 3 Kiddies und kannst dir den Kofferraum auf jeden Fall noch komplett zuballern. Bin ich ein bisschen dunkel oder geht das? Ne, perfekt. Perfekt, wunderbar. Riesengroßer Kofferraum, macht natürlich Spaß. Und falls man mal nicht so viel Platz im Kofferraum braucht, sondern eher 2 Sitzplätze mehr, dann legt man hier die beiden Hebel um. Voll elektrisch. Und dann fahren voll elektrisch die letzte Sitzreihe aus. Um euch das mal zu demonstrieren, wie schön das ist eigentlich, ne? 7 Sitze zu haben. Wir können hier ganz einfach auf den Knopf drücken. Fährt auch dieser Sitz voll elektrisch nach vorne. Und jetzt können wir uns hier ganz elegant mal reinschwingen. So.
Ja, ich bin irgendwas zwischen 1,90 und 1,95 und habe hier richtig viel Platz, auch auf der letzten Sitzreihe. Und im Regelfall, wenn du schon so viel, ne, guck mal, alles cool. Kann man nicht machen. Ich glaube, ich leider nicht so viel. Alles gut. Und im Regelfall, wenn man mit 7 Leuten unterwegs ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein bisschen kleinere Personen, ne, dass die da mit dabei sind und die können dann auch hinten sitzen. Aber selbst ich mit meinen 1,90 kann hier hinten sehr entspannt sitzen. Wir haben hier Mittelarmlehnen, natürlich mit Leder bezogen. Leder Exclusive ist ganz klar. Wir haben hier Getränkehalter und auch in der dritten Sitzreihe ein Panoramadach. Ist das nicht cool? Hier ist das in der Mitte und hier ist das für vorne. Wir haben 3 Panoramadächer. Einfach krass. So noch nie gesehen. So, dann schwingen wir uns hier nochmal raus. Ganz elegant. Ja, stell dir mal vor, du sitzt da aber drin, ne? Wenn du das jetzt siehst in der Karosserie. Ne? Also ganz entspannt. Zum Zurückfahren einfach hier wieder. Das ist leider nicht elektrisch. Hier den Hebel umlegen. So und dann. Leider nicht elektrisch. Also meckern auf ganz hohem Niveau. Ja, kennst mich doch. So, und dann jetzt aber. So, kann man übrigens auch von hier vorne machen, die Sitzreihe zurückfahren. Achso, wo? Hier, warte. Wie geht das jetzt? Guck mal hier. Können wir auch gleich wieder zurückfahren hier. Ja, crazy. Mal so. Nee, falscher Knopf. Nummer 1. Musst du nicht mal den Kofferraum auf und zu machen. Nö, geht doch so. Ja. Alles coole Spielereien. So, bevor wir uns der wichtigsten Position, und zwar dem Fahrersitz, widmen, gucken wir uns erstmal die Rücksitzbank an. Wir haben hier natürlich auch einen Haufen an Beinfreiheit. Wir haben. Rutsch mal rüber. Ja. Wir haben hier auf der zweiten Sitzreihe natürlich auch Sitzheizung, 2 Zonen, Klimapaket. Ne? Hier haben wir auch einen riesengroßen Aschenbecher, wurde noch nie benutzt. Eine Zigarre. Ein Nichtraucherfahrzeug. Hier haben wir noch DVD-Bildschirme von Alpine verbaut. Das heißt, wir können während der Fahrt auch schön den Kiddies hier mal eine DVD anmachen oder sowas. Ne? Damit die auf der langen Autofahrt in die Türkei zum Beispiel auch nicht quengeln. Ne? So. Ja. Ich finde diese Riesentür, die ist so eine Machete, diese Riesentür. Ja. Boah, schon wieder eine gefeuert gekriegt, Alter. Ja, Auto ist 5,16 Meter lang im Vergleich. Wirklich schöner Vergleich. Diese S-Klasse hier ist ebenfalls 5,16 Meter lang. Die teilen sich ungefähr die Maße, zumindest von der Gesamtlänge. Wirkt natürlich komplett anders, weil es eine Limousine ist. Natürlich Limousine und jetzt in dem Fall auch knacke tief irgendwie. Und da wirkt das Schiff dann noch heftiger. Ne? Hier am Heck natürlich auch ganz klar. Wir haben hier die AMG-Stoßstange auch am Heck mit den großen Auspuffblenden. Und hier auch wieder ganz viel Chrom. Ne? Hier Chrom, da Chrom, hier Chrom. Alles Chrom. Finde ich aber echt gut. Also muss ich sagen, gefällt mir deutlich besser wie ein Q7 zum Beispiel oder ein X7. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen Mercedes verseucht. Ne? So, ich zeige euch nochmal ganz schnell ein kleines Gimmick für die dritte Sitzreihe. Ich habe es letztens tatsächlich erst beim E46 herausgefunden, dass es so eine Funktion gibt. Und dann gucke ich im GLS, hat er hier noch so einen kleinen Extra-Knopf. Hier haben wir Knopf für die Heckklappe, das ist ganz klar. Und dann sehe ich den Knopf hier und denke mir so, komisch. Wofür ist der eigentlich, ne? So, und jetzt pass mal auf. Jawohl. Kannst du auf der dritten Sitzreihe, kannst du den Käse mal ein bisschen frische Luft da zu pusten? Alles natürlich auch voll elektrisch. Einmal Knopf drücken und dann geht's wieder zu. Wollen wir ein bisschen Innenraum zeigen hier oder was? Jawohl. Da. Ja, ganz klassisch, wie es sich für eine Oberklassenlimousine von Mercedes gehört. Wir haben hier Keyless, das ist klar. Ansonsten Innenraum, also fast wie bei allen anderen Modellen. Wir haben hier nur in der Mittelkonsole ein bisschen was Eigenständigeres. Wir können hier die ganze Steuerung fürs Getriebe machen und für die ganzen Sperren. Wir haben nämlich auch ein Offroad-Paket verbaut. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, können wir uns hier im Display auch alles anzeigen lassen.
ne, den Winkel. Das Auto steht jetzt gerade, deswegen haben wir hier keine Winkel drin. Aber wir können jetzt hier zum Beispiel unten mal rumstellen. Das wäre jetzt hartes Gelände. Da können wir auch maximal nur 40 km/h fahren. Und dann sind natürlich ein paar Sperren aktiviert. Und wir können besser durchs Gelände fahren. Ja, ansonsten hier Innenraum, alles wie man das von dem Baujahr kennt, CLS, E-Klasse, W212, das sieht ja immer ähnlich aus, ne, mit dem Bedienteil hier. Wir haben hier unten ganz normal Klima, so wie man das von den anderen Fahrzeugmodellen auch kennt, aber hier mal ein bisschen was Besonderes. Wir haben hier Heizung sowie eine Sitzbelüftung, hört man sogar, ne? Geht richtig ab. Die pustet hier richtig der Lewis durch da. Ja, ansonsten gibt es hier die ganzen kleinen anderen Spielereien natürlich auch, ne? Wir haben hier Audio, Radio, das machen wir mal kurz leise. Was haben wir noch so? Achso, die Sitzverstellung können wir auch, beziehungsweise die ganzen Massagefunktionen können wir auch hier alle drüber steuern. Wir haben langsam und schwach, langsam und stark, schnell und schwach, schnell und stark. Die ganzen Massagesachen halt, ne? Lordose können wir hier auch einstellen. Ansonsten Innenraum sehr schön mit dem dunklen Holz. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Hier vielleicht, wenn du das hier mal filmst. Ne? Ja, gut. Ne? Das ist natürlich echt schick. Also sehr, sehr schöner Holzton. Und Lenkrad, wie bei allen, fast allen. Oh, Alter, lieber Alter. Die ist aber, guck mal, wie leicht. Guck mal. Ist echt einfach auszulösen da. Nur vorsichtig sein da. Ansonsten Lenkrad und Kombi, wie bei allen anderen Fahrzeugmodellen eigentlich auch aus dem Baujahr. Was relativ interessant ist, wir können uns hier mal Reise anschauen und auf den Durchschnittsverbrauch eingehen. Ich würde nochmal das Holzlenkrad betonen, weil das so schön aussieht. Das ist echt geil, ne? Sehr, sehr schöne Holzturm, muss ich sagen. Und auch nicht abgegriffen. Das Fahrzeug hat jetzt 87.000 Kilometer gelaufen, kommt relativ frisch aus Japan, hat aber deutsche Zulassung, war hier auch schon angemeldet, ne? Hat jegliche Sachen schon bekommen. Und ja, das Fahrzeug wurde aber hauptsächlich innerorts und in der Stadt bewegt. Deswegen haben wir hier einen relativ hohen Durchschnittsverbrauch. Darf ich das einmal hier so geben oder wie machen wir das? Ja, guck mal. Wir haben einen relativ hohen Durchschnittsverbrauch von 17,7 Liter auf die letzten 3600 Kilometer. Dementsprechend ist das ja auch wirklich ein realer Wert. Ne? Sitzt viel Innenstadt gewesen. Und ansonsten haben wir hier die ganzen anderen Sachen natürlich auch. Hier haben wir 87.300 Kilometer auf dem Tacho. Und dann Rest halt so wie immer, wie man das hier halt kennt aus dem Baujahr. Finde ich schick. Wir haben jegliche Assistenzsysteme. So viel zum Innenraum. Es ist auf jeden Fall alles sehr edel verpackt. Wir haben die elektrische Verstellung inklusive Memory-Funktion hier in der Türtafel eingearbeitet. Wir haben Ambientebeleuchtung, ne, rundum. Einmal hier und dann geht das hier unterm Tacho auch komplett. Man sieht es jetzt relativ schlecht, weil es hier so hell drin ist, oder? Ja, jetzt sieht man es wieder. Okay, sehr schön. Ja. Wie gesagt, Innenraum sehr, sehr luxuriös. Mercedes hat beim GL wirklich viel kombiniert. Luxus, Komfort und halt viel Platz im Innenraum oder auch viel Platz im Kofferraum. Man kann 7 Leute mitnehmen, das ist ja schon mal wirklich viel. Ich würde sagen, wir drehen eine kleine Runde, oder? So machen wir das. So machen wir das. Dann stellen wir hier nochmal um. Dann holen wir die ganzen Autos weg. Ja, Kevin. Bei dir auch noch die Schutzfolie drauf? Nee. Okay. Jetzt kann man mal schön hier auf die Ambientebeleuchtung, ne? Die knallt jetzt natürlich richtig lang, ne? So, Anschlag nicht vergessen hier, ganz klar. Ja, muss ich nochmal. Brutal. So, angekommen und wir düsen eine kleine Runde. Was natürlich ganz klar S-Klassen typisch ist, jeder, der schon mal ein 221 oder 222 gefahren ist, man kann die Fahrzeuge immer mit einem Finger lenken. Ne? Die haben die Lenkung so weich abgestimmt, du kannst hier wirklich das ganze Auto theoretisch mit einem Finger fahren. Würde ich niemals empfehlen, immer beide Hände am Lenkrad haben. Und auf den ersten Metern merkst du schon, das ist ganz klar hier auf Luxus abgestimmt. Wir haben ein Luftfahrwerk, die Fahrzeuge kommen immer mit einem Luftfahrwerk, die gibt es nicht ohne. Das Einzige, was es hier theoretisch noch geben würde, wäre eine Wankstabilisierung, dass das Fahrzeug nicht ganz so in den Kurven so wackelt. Das wirst du gleich auch merken, Leon, sobald wir die erste Kurve fahren.
wird das ein bisschen wackeln. Ja, ansonsten ganz klar Oberklasse. Wir haben hier schön viel ambiente Beleuchtung, kommt auch gut zur Geltung, ne, auch wenn es noch nicht ganz so dunkel ist gerade. Und ja, für, ich weiß gar nicht, für was jetzt gerade drin ist, ich glaube 42.000 Euro müsste da drin sein. Und jetzt guck mal, was du für 42.000 Euro bekommst. Ein 7-Sitzer oder wahlweise 5-Sitzer mit A, richtig Bums, B, richtig Platz, C, richtig Komfort und das Auftreten ist ja auch gut. Wenn du mit so einem GLS vorfährst, ist das was anderes, wie wenn du jetzt mit einem Touareg zum Beispiel vorfährst. Ne? Auf jeden Fall schon sehr pascha, muss ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. So. Wow. Hörst du die Turbolader fallen? Leon, was sagst du denn zu dem Fahrzeug? Ja, brutal geil, ne? Gerade, mein Bruder fährt ja den als Vorgängermodell und der hat ja gar nicht viel dran nach drumrum überlegt, sondern sein Auftrag war klar, der hat noch Bock auf ganz viele Kiddies, der will einen 7-Sitzer haben. Ja. Und er ist Mercedes-Typ, also kam's, also er hat gar nicht über Vito oder was nachgedacht, sondern er wollte ganz klar einen GL haben. Ne? Ja. Bei ihm hat jetzt das Portemonnaie, wollte jetzt extra nur den Vorgänger, nochmal für 10.000 Euro weniger. Wobei man sagen muss, der fährt ja auch wirklich gut. Ja. So, der fährt ein kleines Stückchen besser. Der ist ja auch ein Japan-Import tatsächlich, weißt du ja. Genau, ja. Die Autos kannst du ja aus Japan holen. So. Und die gehen ja sowieso, also Import sind die Dinger ja immer, muss man ja sagen. Die werden ja nicht in Deutschland gebaut, die kommen ja immer aus Amerika. Dementsprechend Imports ist es ja quasi immer, ne? Muss man ja mal so sagen. Ja, aber die Baureihe von der Muda zum Beispiel, die ist optisch nicht sehr so klobig. Die, das hier ist ja noch ein sehr modernes Auto. Genau, auch mit dem Heck und die Scheinwerfer vorne, das ist schon. Du willst dir nicht schicker. Denken, dass das Ding hier 10 Jahre alt ist. Ich persönlich schon. Nein, auf gar keinen Fall. Ne? 10 Jahre. 2013er Modell, ne? Schon 11 Jahre. Ansonsten haben wir Distronic Plus verbaut mit Abstandstempomat und Notbremsassistenten. Das ist mal nicht schlecht, gerade für die Stadt, weißt du, falls du mal einen Fahrradfahrer übersiehst oder so. Also wenn der Fahrradfahrer dich übersieht in dem Auto, dann hat er auch schon. Ja. Wir bewegen hier nämlich immer 2,5 Tonnen. Die Fahrzeuge wiegen immer 2,5 Tonnen und kommen immer mit einem 7-Gang-Getriebe bis zum Facelift. Da haben alle Modelle das 9-Gang-Getriebe bekommen, bis auf der 63er. Der hat dann weiterhin das 7-Gang MCT Speedshift, was auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Bin ich im CLS gefahren, funktioniert auf jeden Fall. Sehr schön emotionales Getriebe, macht Spaß. Ja, das 9-Gang, da müsste hier natürlich auch ordentlich noch mal was am Verbrauch gehen. Aber wer sich jetzt hier einen GL holt, ne? Mit dem riesengroßen V8 Biturbo, ich glaube, der achtet dann auch nicht mehr auf die 2-3 Liter mehr, was das Getriebe jetzt einsparen würde, oder? Nee, also das Thema ist auf jeden Fall komplett durch. Ja. Wenn du mich fragst, wir sind ja ein bisschen V8 und kommen, lassen wir euch ein bisschen mehr verbrauchen, dass man halt einen schönen Motor hat, schön viel Drehmoment hat zum Anfahren etc. Ne? Aber das ist ja hier in einem SUV nochmal auf die Spitze getrieben. Also so vom Lenkradgefühl denkst du, fährst ein Polo. Also, oh ne, du bewegst hier 5,16 Meter und 2,5 Tonnen. Dann stellen wir das Ding hier mal schön hin. Sound ist ein sehr guter Punkt. Willst du mal nach hinten gehen? Ja. M278, 4,7 Liter V8 Biturbo. Richtig, richtig schöne Charakteristik. Ja. Man hört das hochtönige Pfeifen, man hört die Turbolader. Das ist echt geil, ne? Gerade hier auch in der Dämmerung. Es sieht auch, muss man ja auch einfach mal ansprechen, und ich glaube, wenn man sich für so ein Auto interessiert, will man das auch. Es sieht echt drogenübergabentechnisch aus, wie wir jetzt hier gerade. Du stehst ja auf dem Parkplatz. Ich weiß jetzt, ob das nicht so ein bisschen. Zack, geht die Heckklappe auf. Und guck mal, wie viel du hier reinbekommen würdest. Da könnte jetzt auch der ein oder andere liegen, sag ich mal, mit Hände gefesselt. Also, und dann wird der hier übergeben. Also das ist ja ein. Ich würde sagen, wenn du so ein bisschen quetscht, ne, kriegst du hier zwei Leute rein. Du
kriegst auf jeden Fall viel mehr wie zwei Leute rein. Ja, dann müsstest du stapeln dann. Ne? Dann, ja, Stapel ist so, richtig. Das stapeln, ist ein schöner, ne? Begriff, ja. So, aber da sieht man die schönen Alpine-Radios, wollte ich ja sagen. Das stimmt, ja. Die Displays. Wir haben hier hinten noch so ein kleines bisschen Stauraum, was jetzt leider belegt worden ist durch ein Ersatzrad, ne? Und hier den schönen Alpine DVD Changer. Da kannst du die Disney CDs einspielen. Richtig. Ja, ist doch wichtig, ne? Hier ganz klar wieder. Auch ohne Geräusche, ne? Also die Heckklappe. Ja, es gibt ja alles gut. Die eine oder andere Heckklappe, die dann ein paar Geräusche macht, weil sie halt schon in Jahre kommt, 10 Jahre alt. Aber wirklich ein sehr, sehr schönes Heck. Modern. Wow. Kein Vergleich zum Vorgänger. Nee. Gucken wir mal vorne. Ja, auch von vorne muss ich sagen, geiles Ding. Hat aber dolle Ähnlichkeiten, muss ich sagen, von einem GLK oder ML, weißt du? Also ich finde, Front setzt sich jetzt gar nicht so krass ab von den anderen Modellreihen. Nö, aber das ist ja Mercedes-typisch. C-Klasse, richtig. S-Klasse, E-Klasse. Sieht ja alles gleich aus irgendwie, ne? Muss gerade man ja mal so in den sagen. Euren Modellvarianten. Schwer. Ne? Und hier, aber das ist schon geil. Also ist schon eine richtig geile Front. Wir haben auch 360-Grad-Kamera, deswegen ist hier vorne so ein kleines Ding drin, ne? Hier die kleine Kamera. Wir haben auch in den Außenspiegel Kameras. Das heißt, schön sachte, locker einparken. Hier in den Lichtverhältnissen kommt diese unterste Chromleiste, die sich von links nach rechts über das ganze Auto erstrebt, kommt die richtig zum Glänzen hier. Und dann diese schöne Adleraugenoptik. Jetzt dunkelt die Kamera einmal komplett ab. Ja, finde ich geil. Würde ich auch gerne mal sehen in All Black, wenn alles so komplett schwarz ist. Muss ich auch drüber nachdenken. Stelle ich mir auch nicht schlecht vor. Ich finde Chrom auch sehr gut, aber der jetzt ein Blackout. Ja. Also, ich bin überzeugt von dem Auto. Falls ihr Interesse an diesem Auto habt, dann meldet euch jederzeit gerne bei mir. Das Inserat findet ihr in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Der erste Link in der Videobeschreibung. Der erste Link in der Videobeschreibung. Der allererste. So, Motor ist warm. Ich würde sagen, wir drücken noch mal ganz leicht aufs Gaspedal. Gucken, was die Bude so macht. Beschleunigungsmäßig. Mit oder ohne mir drin sitzen? Wir können einmal so. Ich beschleunige hier einmal, dann hören wir noch ein bisschen Sound. Ja. Und dann machen wir einmal Auto. Da haben wir auch deine Reaktion drauf hier. Wow. In der Dämmerung hier. Und? Sehr geil. Sieht geil aus, ne? Ja, auch in der Dämmerung hier. Ein bisschen Sitzheizung? Ja, ich nehme auch die Sitzheizung. Ne? Oh, ein kleines bisschen hier. Die so, hier kommt so entspannt wieder los. Das Schöne ist, wir haben bei uns direkt in der Nähe die A39. Ja. Gut verdreht. Wir haben bei uns direkt in der Nähe die A39. Das heißt, wir können ja auch mal ein kleines bisschen schneller fahren wie 100. Denn die 100 sind wirklich schnell erreicht, muss man da mal sagen. Bei 435 PS werden selbst die 2,5 Tonnen hier gut nach vorne katapultiert. Und du merkst auch, ne? Also ja, du hast dieses sanfte 500er, wie man das von der S-Klasse kennt, ne? Aber im Hintergrund hörst du immer so ganz leicht diesen 500er. Dann ist hier auch im Sportmodus, da kennen wir noch mal ganz gut hier dran, ne? Kannst du hier auf Sport stellen, dann ist auch das Getriebe in Sport und das Fahrwerk in Sport. Hört sich schon gut an auch, ne? Also ich denke, wenn man hier Abgasanlage macht. Ich denke, eine S-Klasse als 500er hört sich nicht so kernig an. Nein, ne? Ich glaube, die ist deutlich, deutlich leiser nochmal. So. Wir fahren jetzt hier 30 km/h. So, wir können jetzt mal ganz locker hier rausbeschleunigen. Wir fahren jetzt 30 km/h. Boah, das ist kein Vollgas, ne? Das war ganz locker, ganz lockere 100. Ja, ja, so außerorts. Getriebe schaltet Mercedes-like sehr, sehr sanft. Also merkst du gar nicht die Gangwechsel. Fahrzeug hat auch frisch einen Getriebeölservice bekommen. Hat auch frischen Kühler bekommen. Also das Kühlerpaket wurde einmal ausgetauscht, das war undicht. Das wurde gemacht, ne? Neues Kühlmittel, Getriebeölservice wurde gemacht, Motorölservice gemacht. Also wirklich nochmal gut was hier investiert worden. Und wie gesagt, jetzt käuflich zu erwerben bei mir.
Ich verlinke euch das Inserat und wir sehen uns gleich in der Firma wieder. So, da sind wir schon wieder. Schickes Auto, ne? Jawohl. Macht richtig Spaß. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende vom Video angekommen. Ich bedanke mich mal wieder herzlichst fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, würdet ihr euch für den GL entscheiden oder vielleicht doch von einem Fahrzeug oder für ein Fahrzeug von der Konkurrenz? BMW X7, Q7 oder vielleicht auch ein Touareg, den gibt es aber nicht als Siebensitzer. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video gefunden habt. Lasst mir ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Das würde mich freuen. Kostenloses Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.